Das Land, in dem viele Lokomotivführer, ein paar Aufsichtsräte, aber noch viel mehr Zugeigentümer lebten, hieß DB-Land. Es gab viele Gleise durchs ganze Land, Tunnels und Bahnhöfe. Einer war besonders groß und sehr teuer. Und es sollte alles noch teurer werden für die Bahnbesitzer. Ihnen sollte alles aus der Hand genommen werden. Die Gleise, die Bahnhöfe, die Mitarbeiter. Aber sie hatten einen vergessen. Jim Knopf. Ich werde doch nicht meine besten Freunde allein lassen. Da muss was passieren. Da gehe ich jetzt hin. Und Jim Knopf machte sich auf den Weg. Von 4,5% über eine Laufzeit von 19 Monaten. Ob das 25, 26 oder 30% sind, das spielt jetzt gar nicht so die große Rolle. Aber wir haben 34.000 Kilometer Schiene und während wir hier so reden miteinander, fahren 1,8 Millionen Pendler und den ganzen Tag über und 34.000 Züge fahren. Wird es eine vertragliche Einigung geben und wir sehen da auch rechtliche Chancen, dass dies geht, dass wir eben auf die Art und Weise für beide Seiten befriedigend eine Lösung herbeiführen können. Und auch das Netz erstmalig nachhaltig positive Ergebnisse. Wir haben mehr Verkehr auf die Schiene gebracht, als je zuvor gefahren wurde. Tarifabschluss von 4,5%. Heute nimmt der Logistikbereich etwas über die Hälfte des Umsatzes bei der DB AG ein, die andere Hälfte macht der Personenverkehr. Im Logistikbereich sagen die Auguren, dass wir zwischen 8% und 11% Wachstum weltweit haben werden. Hartmut, Hartmut, was machst du? Kannst du überhaupt selber rechnen? Warte, ich helfe dir. Wir selber haben ja auch gesagt, dass es ein... Siehst du, Hartmut, so einfach ist das. Puff, 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 puff